was wir Tolles, Neues geschaffen haben, nicht nur für die Winzergruppe Mod, aber die Modernist-Winzer sind sozusagen die Ersten, die in unseren neu geschaffenen B2B-Shop einziehen. Es gibt ab sofort für die Mod-Gruppe einen gemeinsames Lager, einen gemeinsamen Shop, wo man zu, naja, ich sag's jetzt mal, Gastro-Einkaufspreisen auch einzelne Flaschen einkaufen kann, mit einer Rechnung, einer Lieferung von verschiedenen unserer Mod-Winzer bestellen kann. Und alle Weine, die heute hier vorgestellt werden, die gibt es auch bei uns und zwar in dem Produktkatalog, den zeige ich euch gleich mal. Und zwar hier auf der online.culinarium Bavaricum hat es einen Produktkatalog. Ich hoffe, ihr seht auch gerade alle meinen freigegebenen Bildschirm. Und in diesem Produktkatalog findet ihr alle Weine, die heute und morgen besprochen und verkostet werden. Und wenn ihr zum Beispiel hier auf Mehr Info klickt und dann auf Produktlink geht, dann werdet ihr direkt weitergeleitet in das Winzerparadies. Winzerparadies, so heißt der neue B2B-Shop. Und wenn man jetzt noch nicht registriert ist als Händler, Gastronom oder Wiederverkäufer, dann kann man das hier in diesem Feld tun. Das Einzige, was man braucht, um hier wirklich auch als Käufer akkreditiert zu werden, ist ein gültiger Gewerbeschein. Ich habe mich hier schon akkreditiert und zeige euch kurz mal, wie das dann aussieht. So nicht? Echt nicht? Ich hoffe, es sehen alle jetzt den geteilten Bildschirm. Ah ja, ich muss einmal noch mal kurz wechseln. Vielen Dank für den Hinweis. Augenblick. Also der Link geht dann sozusagen direkt weiter hierher. Augenblick. Mal wechseln. Und so sieht der... Na, jetzt mach's mal zu. So sieht der Artikel dann im Winzerparadies aus. Genau, ich hoffe, ihr könnt es alles sehen. Und wenn ich den Artikel jetzt in den Warenkorb lege, dann seht ihr auch, dass ich, um Versandkostenfreiheit zu erzielen, noch weiter einkaufen müsste. Ab 180 Euro Warenwert bekommt man das Ganze dann auch versandkostenfrei. Der Clou ist eben auch, ja, man kann auch Einzelflaschen bestellen, zahlt dann natürlich entsprechend Versandkosten. Und ich zeige euch jetzt gerade aber auch noch einmal schnell, wie die Landingpage für die Mod-Winzer aussieht. Also wenn ihr hier auf das winzerparadies.de kommt, dann findet ihr hier im Hauptmenü Mod Online Tasting. Und wenn ihr dann hier auf die Kachel klickt, dann kommen hier alle Winzer und Weine, die heute und morgen vorgestellt werden. Und wie gesagt, die liegen auch alle gemeinsam in einem Lager und können auch mit einer Bestellung, kann also auch gemischt bestellt werden. Ich könnte jetzt beispielsweise auch einfach nur 12 Flaschen Best of Bacchus und 12 Flaschen von einem anderen Winzer bestellen und würde das mit einer Lieferung und einer Rechnung bekommen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir gerade noch im Pilotmodus sind. Das heißt, das Ganze ist ein Pilotprojekt. Der Shop ist auch gerade erst ganz jungfräulich am Freitag online gegangen. Und es haben hier fast noch niemand bestellt. Das heißt, ihr seid sozusagen jetzt die Ersten, wenn ihr Lust habt, anschließend zu kaufen, die hierüber bestellen. Und wir hoffen einfach auf euer Verständnis, wenn vielleicht noch nicht alles hundertprozentig vom Servicegedanken so läuft, wie ihr das von anderen Zulieferern und Dienstleistern gewohnt seid. Wenn jetzt jemand noch Lust hat im Anschluss oder noch mehr wissen will zu dem Gastro-Shop, zu den Preisen dort, zum Thema, was muss ich tun, um mich dort anzumelden, dann kann der das gerne tun und kommt einfach zu mir in den Circle und ich unterhalte mich dann dort gerne mit euch. Vielen Dank erstmal und eine schöne Pause.